Willkommen zurück zu Our Camps Alive. Ich muss sagen, mich hat eine Kleinigkeit mal wieder gestört, und zwar wie das mit den Namen funktioniert. Ich glaube, neue Staffel, ich muss es noch einmal erklären für euch. Am besten direkt am roter Loot Crate, roter Loot Crate, roter Loot Crate, erklären, wie die Namen funktionieren. Handzeit, ich will einen roten Loot Crate haben. Kappa. Was? Nein. Hoffentlich ist hier nichts Fliegendes, was mich töten kann. Wenn doch, wäre das echt doof. Naja, ich kann ja respawnen, von daher auch egal. Und es ist einfach gar nichts drin. Bye bye. Also, Namen. Die Namensvergabe läuft folgendermaßen ab. Ich frage euch für Namen. Wir tamen ein Tier in der Folge. In dieser Folge frage ich euch, wie denn das Tier heißen soll. Ihr gebt den Namen. Und in der übernächsten Folge, das ist wichtig, in der übernächsten Folge, nicht in der nächsten, sondern in der übernächsten Folge, gleich mit dem Alu-Scheiße gebaut. Weil der hätte nämlich eigentlich in dieser Folge den Namen bekommen sollen. Da war ich zu voreilig. Das tut mir leid. Aber in der Folge, wo wir den Alu getamed haben, unter den Folgen sollte auch der Name für den Alu stehen. Das heißt, in der vorletzten Folge der Name für den Raptor, unter der Folge vom Raptor sollten die Namen für den Raptor stehen. In der gestrigen Folge, wo wir den Dire-Bier getamed haben, sollte der Name für den Dire-Bier stehen. Soweit verstanden? Warum beim übernächsten Mal? Warum kriegt der hier nicht heute seinen Namen, wo wir ihn gestern getamed haben, sondern erst morgen seinen Namen, wo wir ihn schon vorgestern getamed haben? Das hat etwas mit der Zeit zu tun. Wenn ich die Folge raushaue, das ist 12 Uhr jeden Tag, idealerweise, manchmal ein bisschen Probleme, vielleicht dann schon oder zwei später, aber normalerweise kommt jeden Tag 12 Uhr eine Folge Arc raus. Wenn ich dann die nächste Folge aufnehme, ist meistens 2, 3, 4 oder 5 Uhr. Das heißt, ihr Leute hattet gar nicht die Chance gehabt, die gesamte Zeit bis zur nächsten Folge einen Namen rauszusuchen, um den Diabien einen Namen zu geben. Darum überspringe ich immer einen Tag mit der Namensvergabe normalerweise, außer ich vergeige das wieder beim letzten Mal oder ich mache eine letzte Folge. Da ignoriere ich das mal. Aber dadurch bekommt ihr die Chance, Minimum 24 Stunden Zeit zu haben, seit Release der Folge, um dem Tier einen Namen zu geben. Das heißt also, eigentlich müsste heute der... Eigentlich müsste... Warte, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Hab ich das beim letzten Mal doch richtig gemacht? Nee, habe ich nicht, oder? Eigentlich hätte gestern... Eigentlich hätte heute... Nein, warte mal. Jetzt bin ich mega... Warte mal, kann es sein? Nee. Jetzt bin ich gerade mega durcheinander. Den Alu haben wir getamed. Und der hat gestern seinen Namen bekommen. Warte. Nee, hat vorgestern seinen Namen bekommen. Nee, stimmt. An dem Tag, nee. Wir hätten ihm eigentlich gestern den Namen geben sollen, den Alu. Jetzt bin ich durcheinander. Habe ich ihm gestern den Namen gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt bin ich dumm. Weil ich komme gerade... Ich glaube, wir haben gestern den Namen gegeben, ne? Ja, genau. Dann habe ich keinen Fehler gemacht, was so war. Das heißt also, gestern kommt der Name für den Dire-Bier raus. Vorgestern der Name für den Raptor. Das heißt, heute ist der Tag, wo wir den Raptor den Namen geben. Das heißt, das ist das andere Problem, die ganzen Namensvorschläge für den Alusaurier, den ihr vorgestern bei den Raptor vorgegeben habt, die kann ich nicht berücksichtigen. Darum achtet bitte ein bisschen darauf, wie ihr den Namen vergibt oder euch raussucht, damit ihr noch berücksichtigt werden könnt. Wenn ihr nämlich den Namen des Tieres in der aktuellsten Folge gibt von dem Tier, was wir in der vorigen Folge getamed haben, werde ich diesen Namen nicht berücksichtigen können, weil meistens, bis ich den Kommentar lese, der Name schon vergeben worden ist. Darum bitte achtet immer darauf, wenn ihr den Namen vergibt, idealerweise am Tag, wo ich natürlich die Aufnahme gemacht habe, kommentiert unter dem Video, wo das Tier getamed worden ist. Sonst berücksichtige ich den Namen nicht. Das ist wichtig, wenn ihr euren Namen natürlich da sehen wollt. Heute bekommt der Raptor seinen Namen und ich habe auch schon einen rausgesucht. Und zwar Change Name, Options, Change Name, Feuerstern. Das heißt nämlich, es wird es mit Sicherheit heute wieder Leute geben, die dem Raptor einen Namensvorschlag geben. Für den Raptor geben sie einen Namensvorschlag. Weil er jetzt aktuell ist, wo wir den Namen gegeben haben. Das ist das Problem. Ihr müsst euch merken, der Raptor hat jetzt seinen Namen. Er kriegt keinen neuen. Der Feuerstern ist fix. Der ist fest. Der wird nicht mehr geändert. Okay? Jeder, der jetzt einen Namen für den Raptor gibt, den halte ich für echt dumm. Also, wenn das wirklich so meint, wohlgemerkt, ne? Es gibt ja auch einige Trolle, die machen das mit Absicht, aber das passiert meistens nur in Momenten wie solchen, wo ich das Ganze erkläre. Aber in den anderen Momenten, da denke ich mir dann so, hast du vielleicht nicht gesehen, dass der Raptor seinen Namen, dass der alle schon seinen Namen bekommen hat oder so. Ja gut, in der Raptor-Folge hat er noch seinen Namen noch nicht bekommen, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Na gut, dann wäre auch wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit erledigt worden. Weil das ist ja so eine Sache, die weiß ja nicht jeder, weil es kommt immer wieder neue dazu und da muss man wieder neu erklären. Das ist halt etwas...
Ist manchmal lästig. Ich weiß es natürlich eigentlich schon. Ne? Ihr wisst es selbst nicht besser. Aber weil ich dann doch schon so oft gesagt habe, denke ich mir manchmal auch meinen negativen Teil euch gegenüber, der dann vielleicht allerdings total ungerechtfertigt ist. So, haben wir hier ein bisschen Equipment. Eine Hose wäre eine bessere, nicht schlecht, ne? Schuhe. Ah, ja, Hose und Schuhe müssen wir gucken, dass wir im 1000er-Bereich kommen. Der hier kriegt erstmal alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben keinen Grinder, also scheiß mir drauf. Wir haben in der letzten Folge haben wir einen Alpha-Wyvern-DNA-Strang bekommen, den ich ganz gerne heute hier verwenden würde. Die größte Schwierigkeit dabei ist, wir brauchen noch deutlich mehr Primeat. Das heißt also für mich, ich gehe jetzt ein bisschen Primeat suchen. Das ist der, ne? Alpha-Wyvern, genau. Der kommt da rein. Der darf nämlich nicht verloren gehen. Wenn doch, wäre das extrem nervig. So, warte mal. Helm haben wir 1000, ne? Ich schmeiß den einfach weg, ist egal. Crossbow. Habe ich eine bessere, ne? Ich behalte die mal. Und das hier, kann auch weg. Und der ganze Kram hier darf hier bleiben. Und warum zum Teufel habe ich so viel Kram, dass ich nicht brauche? Ich verstehe das nicht. Da, ich hatte noch eine bessere, ich wusste das. Gut, ich gehe ein bisschen Primeat suchen, weil noch so etwa 600 fehlt mir, bis ich halt ordentlich das Tier leveln kann. Ich nehme den hier mit, weil der so schön stark ist, natürlich. Damit können wir nicht Primes töten, also Prime... Wir können Exalter töten. So, das ist das Wichtigste. Wir können Exalter töten, die jetzt sehr stark sind. Wenn wir denn ein bisschen Heilung mitnehmen, was wir haben. Also, ich gehe jetzt ein bisschen Primeat besorgen. Während ich diesen Cut mache, dürft ihr dem Video sehr, sehr gerne schon einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, wenn ihr neu seid. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns in einer Sekunde wieder, wenn ich ganz, ganz viel Primeat habe. Bis gleich. Oh, Leute, da ist was Interessantes. Etwas, was ich bis jetzt noch nicht hatte. Seht ihr den Kanon da? Sieht aus wie ein normaler Alpha-Kanon, ne? Aber der ist halt... Ich weiß auch nicht. Normalerweise rennen solche doch nicht rum, oder? Das ist ein normaler Alpha-Kanon Taurus. Oder? Für mich sieht er aus wie einer. Hi. Ja? Okay. Das beschleunigt die Sache sehr, wenn normale Alpha spawnen. Weil das bedeutet nämlich für mich, ich muss nicht so viel Primeat farmen, wenn ich einfach das Ganze sofort in einem Stück bekomme. Hat er nicht normalerweise auch ein bisschen brauchbares Loot dabei? Ja, ich wollte gerade schon sagen. Normalerweise auch schon. Ja. Was ist das denn? Ah, brauche ich für Bosse. Na gut, nehme ich halt den Arm mit von dem. Da freue ich der Alpha zwar nicht, aber den stört es ja auch nicht mehr, wenn der Arm ab ist, weil der ist ja eh schon tot, nicht wahr? Das will ich natürlich nicht haben, das ist doof. So, das kann weg. Das kann das nicht. Ich glaube, Papa hat neue Schuhe bekommen. Flupp. Perfekt. Wieder ein bisschen mehr Verteidigung. Da ein bisschen Fleisch. Da habe ich gesagt, ach komm, ist eigentlich auch total wenig. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt das Material zusammen, um uns den... Warte mal, die sehen ein bisschen anders aus, die Skorpione da hinten. Ein bisschen glänzender irgendwie, ne? Aber vermutlich sind die nicht viel stärker. Haben die mich schon gesehen? Kommen die auf mich zu? Sind die so mutig? Wir brauchen einen Wolf, das ist der Chitin, ne? Ah, der Bär, der sammelt nicht so viel, wie ich gerne hätte. Warte. Welches Tier macht diesen Sound nochmal? Was war das gerade? Das war eine Brutmutter. Wo zum Fick war die Brutmutter jetzt? Jetzt sag mir nicht, dieser Skorpion hat diesen Sound gemacht. Das war eindeutig ein Brutmutter-Sound. Ist sie hier festgebackt? Oder wollt ihr mir sagen, die Skorpione haben einen neuen Sound bekommen? Der wurde ein bisschen zu laut gemacht. Ach, da oben, such mal, da sind Giftbälle. Da oben ist die. Schau ab. Gucken wir uns die mal von oben an, oder? Eine Brutmutter. Ja, geil. Ich finde das so irritierend, dass es immer so laut ist. Also richtig mega irritierend. Die ist da oben irgendwo. Ich würde echt ungern jetzt hinfliegen, aber ich bin neugierig. Ich bin jetzt mega neugierig. Was ist da oben los? Nehme ich auf? Ich nehme auf. Sehr gut. So. Ja, da ist sie. Da ist das fette, laute Stück Scheiße. Und ein Rex. Den ich zugegebenerweise gerne hätte. Aber die kämpfen jetzt gegeneinander. Wild Female Toxic hier, so Potion Dominus. What the fuck sind das für Namen? Ich kann schon verstehen, warum die in Eternal einfach nur Dominus Brutmutter heißt. Es ist deutlich angenehmer. Sollen wir hier was rumfliegt? Und da ist noch Mantis.
Ich weiß nicht, wie man den tamet. Wir haben bis jetzt gelernt, bei Eternal ist einfach Fleisch reinläuft. Und hier könnte das über Kibbel laufen oder andere Sachen, ich weiß es nicht. Goldene Kibbel vielleicht. Man braucht die vielleicht aber auch eher für, wobei? Es gibt ja Alpha-Kibbel und Eternal-Kibbel bei Eternal. Das würde also bedeuten, ich muss mal ganz kurz den kleinen Stinker hier auf neutral stellen, dass das ein Blueprint für noch eine Fishing Rod statt gerade eine Lanze. Könnte also sein, dass man hier statt dem Eternal-Kibbel und den Alpha-Kibbel die Alpha-Kibbel und die Golden-Kibbel hat. Das ist ein bisschen irritierend, ich weiß. Ich komme auch nicht ganz drauf klar. Ich muss es mir auch erstmal alles hier... Ich muss mich selbst zurechtfinden, sagen wir mal so. Naja, wir haben alles zusammen, was wir brauchen. Hoffe ich. Ja, doch, ich hoffe doch schon, dass es wir alles... Ja, doch, ich hoffe, wir haben einfach alles zusammen. So, 2000 Prime Miete sollte doch hoffentlich erst einmal ausreichen. So, guck mal hier, goldene Kibbel. Used to get Kiggeroth. Was ist Kiggeroth? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Kiggeroth ist. Kiggeroth könnte die nächste Stufe von Claim Compi sein. Muss aber nicht. Alpha Wyvern DNA. Probieren wir das aus. Das rein, das rein. Start. Da ist er! Und wehe, du willst jetzt nur 2200. Wir können ja mal abrunden hier. Dann sehen wir genau, wie viel der frisst. Dann sehen wir auch, ob der überhaupt das frisst oder ob der unbedingt was anderes haben möchte. Vielleicht? Ach, dann würde der stehen. Put Food rein, nicht wahr? Würde da stehen. Jetzt hat er 20 gefressen. Hm. Wir haben gleich einen Alpha-Wyvern. Wir brauchen einen Sattel für einen Alpha-Wyvern, verdammt. Haben wir einen Sattel für einen Alpha-Wyvern? Das ist Giganotto. Na, das haben wir schon mal. Das ist Terrorbird. Das ist Rex. Sarko. Mammut. Das wird Avis sein, ne? Ja, Avis. Und das ist wieder Rex. Indominus Rex auch, okay. Ich würde sagen, wir müssen den... Die Frage ist natürlich, brauchen die den Sattel, ne? Brauchen die überhaupt einen? Ich gebe mal ein Wyvern. Alpha Wyvern. Alpha Wyvern Plattformsattel. Euer Ernst? Euer Ernst? Plattformsattel? Ich brauche ganz dringend Perlen. Wo, ich wollte gerade sagen, wo zum Fick krieg ich Perlen her? Ist doch klar. Das ist ein Pearl-Converter. Converter. Ha. Moment. Den habe ich auch sogar noch schon gelernt. Oder das war nicht noch vom letzten Mal. Da. Guck mal. Was haben wir denn hier? Zementpaste, Chitin. Ja, Keratin. Und ich habe noch ein bisschen Keratin aufgehoben. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Cementing Paste noch da. Machen wir es direkt so ein, nicht wahr? Mal gucken, wie viel brauche ich eigentlich. Vermutlich machst du den jetzt hier drin, nicht wahr? Zettel. Da sind 120. Nein, ich glaube nicht, dass das ausreichen wird. Ich glaube, wir fangen locker erstmal damit an. Braucht der Bot aber keine Alpha. Das ist immer ein Alpha-Wyver, ne? Das ist kein Quetzel. Wir machen uns erstmal einen normalen Sattel und später machen wir uns einen Plattformsattel. Hat alles seinen Grund, weil Screenshots. Ganz ehrlich, ich will einen Screenshot von ihm machen. Das geht nicht, wenn da so ein blöder Plattform drauf ist. Also eine blöde Plattform. Tut mir leid. Für die ganzen Klugscheißer unter euch. Für euch tut es mir nicht leid. Bitte regt euch auf, weil ich mag euch nicht. Holz bräuchten wir für Metall. Metall haben wir doch, glaube ich, noch da in gewissen Massen. Dann wird es nochmal schön. Man trinkt in Maßen. Ich war nie Freund dieser Regel. Man trinkt in Massen. Bis man kotzen muss. Außer man möchte noch eine abschleppen, dann ist das keine gute Idee. Angeblich. Jetzt müsst ihr fragen, warum glaube ich, dass es nicht stimmt. Und dann sage ich, weil ich noch nie besoffen eine abgeschleppt habe. Ah, vielleicht ist ein Zusammenhang. Vielleicht habe ich einfach nur keine abgeschleppt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, mein Freund oder Freundchen oder Freundin. Ich habe keine Ahnung, was du bist. Du bist noch sehr... Ah, du bist kein Fötus mehr, oder? Doch, du bist Fötus. Das andere wäre Embryo. Oder? Was kommt zuerst? Embryo oder Fötus? Ich glaube, erst kommt Embryo und dann kommt Fötus, ne? Das heißt ja Fötushaltung, wenn die so eingerollt sind. Und der Embryo ist ja nur so eine...
Ja, ich will nicht sagen Zellkrankheit. Ein kleines Geschwür im Uterus. Na komm. Bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Hast du eine doppelte Flügelanzahl? Bist du ein bisschen verbuggt? Nee, oder? Wird der eigentlich da oben hergestellt oder ist er drin? Ich dachte eigentlich immer, der würde da drinnen hergestellt. Aber ich glaube, der wird da oben hergestellt, ne? Muss man nicht aufpassen, dass der nicht plötzlich einfach losfliegt, oder? Und? Fluppeldi-flupp. Okay. Hi. Du siehst ziemlich cool aus. Wenn ich ehrlich bin, die anderen Alpha sahen alle irgendwie so ein bisschen gelblich aus wie der Bärde. Aber du? Du gefällst mir. Du hast... Ich weiß auch nicht. Siehst besser aus. Ich kann's nicht anders beschreiben, außer du siehst besser aus. Ja, stopp. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Bitte genau so bleiben. Boah, und wir haben einen. Kann der was? Ah, er kann rückwärts fliegen. Wie in Eternal. Und er hat einen unglaublichen Wendekreis. Ja, der kann auf jeden Fall sofort sich wenden. Das ist ein hoffentlich sehr cooles Tier. Wenn ich ihn jetzt hier stehen lasse, fällt er runter oder falle ich runter? Nein, du hast ein bisschen was, nicht wahr? Ja, Milch, die ich nicht brauche. Und warum brauche ich ihn nicht? Weil ich keinen deiner Art unbedingt züchten möchte. Soll ich mal was sagen? Du siehst mega geil aus. Ich muss gerade die Hose aufmachen. Weil ich habe gerade eine fette Beule in der Hose. So geil, wie du aussiehst. Und es ist ein Weibchen. Das heißt also, es ist nicht einmal komisch für einen Heterotypen, wenn er für ein Weibchen einen Freudensprung bekommt. Eine Freudenbeule, okay? Eine Liebesbeule. Ja, ich möchte ganz gerne erst einmal... Nein, ich nehme das Gewehr mit. Wer weiß, was wir noch finden. Aber ich muss das Tier... Es ist ein Mädchen, also wir müssen dem Mädchen einen Namen geben, okay? Warte, ich habe einen dicken, fetten Fehler gemacht. Oder beziehungsweise, was heißt ein Fehler? Ich habe eine Sache ignoriert. Eine Sache, die wir eigentlich nutzen können, weil wir abends verrecken, nicht leveln müssen. Wir haben nämlich alles da zum Leveln. Wir müssen einfach nur das Zeug reinstecken. Und dann hat die ganzen Level einfach Ups. Passt. Na? Oh, du bist so hübsch. Du bist einfach so... Keine Ahnung, du hast einfach Textur. Du siehst einfach gut aus. So, alle rein. Passt. Wir ignorieren einfach die Tatsache, dass wir vielleicht, dass wir gar nicht alle brauchen oder so. Wir knallen einfach alles durch. 259 Levels. Wow, das ist echt eine Menge. Wie schnell bist du? Ja, doch. Das kann ich eigentlich schon sehen lassen. Und wir können Movement Speed skillen, was bei den Vanille-Arc-Tieren nicht funktioniert. Das ist doch auch schon mal eine ganze Menge wert, nicht wahr? Das heißt, also ich muss keinen Classic Flyer Mod installieren, weil du warst nur der Übergang zu dem. Das heißt, wir haben einen Fortschritt in Geschwindigkeit. Das wollte ich noch mitnehmen. Ja, nur das eigentlich, damit wir damit ein bisschen rumblödeln können, ohne sofort Angst haben zu müssen, drauf zu gehen. Wir können ihn sogar weiterentwickeln. Wir können ihn einmal zum Prime Wyvern weiterentwickeln. Da brauchen wir Alpha Argent, Alpha Rex DNA und ganz viele Herzen. Wir haben das fette Gewehr dabei. Wir könnten also einfach loslegen. Wir können aber auch zum Zombie-Wyvern gehen. Und hier brauchen wir nur ein Zombie-Wyvern-Brain. Eins. Ja, das ist nicht so viel. So, die ganze Milch kann jetzt mal weg. Ja, brauche ich nicht. Danke, dass du die dabei hast, aber ich brauche sie echt nicht. Wir haben bereits 1 Million HP. Das ist echt krass. Ich baller... So, wir müssen ja wissen, wie viel wir drauf bekommen können, nicht wahr? Ich baller die Punkte erstmal hier rauf. Dann würde ich sagen, ist unser erstes Opfer mal die Brutmutter, nicht wahr? Da ist die Brutmutter. Ja, kann ich auch. Guck mal hier. Macht man wie keinen Schaden. Ich fühle mich gerade ein bisschen betrogen um den Schaden, den ich machen darf. Ja, 2000. Ja, doch, das ist pro Tick ganz in Ordnung. Und wir machen 203. Boah, das ist eine Menge Schaden. Ja, der Feuerstein ist nicht so hoch. Lange nicht so hoch, wie ich es vermutet hätte. Wow. Und Tierchen ist tot. Hat uns sogar kaum Schaden gemacht. Dafür haben wir jede Menge zurückgelassen. Aber nicht so viel Primate. Was? Einfach nochmal 42 Level dazu bekommen. Wahnsinn.
Das ist richtig fucking viel. Geht direkt mal alles hier auf HP. Ich habe nicht einmal vor, irgendwie Movement Speed großartig zu leveln, weil ganz ehrlich, wir sind schnell genug. Wir sind... Ja gut, komm. So. Zufrieden? Ja, gut. Ja, wir sind halt wirklich sehr schnell. Ich hänge nur wieder dabei und versuche einen Angriff zu starten und fliege 1000 Kilometer übers Ziel hinaus. Das ist auch dämlich. Aber wir haben mit dem Alpha, wir waren jetzt wirklich ein Tier, mit dem wir sagen können, leg dich besser nicht mit uns an. So, und sogar ausgelevelt. Und wir haben einfach mal 300 Millionen nie, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 Millionen HP. Das ist jetzt echt nicht so wenig. So, hallo, hallo, hallo. Ah, Probleme? Ja? So. Okay, es ist Proof, wir kriegen die DNA nicht. Aber es gibt wenig Primeat. Da haben die wirklich dran gedacht, dass man nicht so viele irgendwie sich da rausholt. Also zu viele Alphas. Die haben dran gedacht, so hier. Wir geben dir nicht so viel, wie du gerne hättest. Weil du musst trotzdem noch ein bisschen farmen. Um den ganzen Scheiß zusammenzubekommen. So, gucken wir mal, was schon mal hast da. Oh, interessant, interessant. Der ist nicht interessant. Der ist interessant, ne? Das und das ist sehr interessant. Wir brauchen ganz, ganz dringend eine ganz bestimmte Art von Spyglass. Ihr wisst sicherlich schon genau, welchen ich meine, nämlich den Super Spyglass. Wir können mal versuchen, den Exalteter zu töten. Er guckt hoch und... Aber wisst ihr, was gerade aussah? So ein Hund, dem mir Leckerchen zuwirft. Ja, die Tiere kommen von da oben da runter. Sieht einfach genau so aus. Hier, guck mal, Exalted. Alter. Eins nice Sound. Und jetzt sogar schon aggro. Wo willst du hin? Komm her. Ja, komm, noch 10.000 Schaden. Der will mehr. Und wie ein Hund jagt er nur dem Schwanz hinterher. Wie zum Teufel, Leute. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Nee, 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 nee. Ja, komm, du bist wütend, ich weiß. Weißt du was, ich bin auch wütend. Weißt du warum? Ich habe nur noch 3 Eis. Das macht mich auch wütend, ja? Oder sind es noch 2? Verdammt, jetzt werde ich richtig wütend hier. Da bin ich richtig exalted. Da bin ich salty. Du, tu mal bitte nix, bitte nicht weglaufen. Ich möchte gerne wissen, was da drin ist. Ja, doch. Ja, manchmal müssen wir doch noch aussteigen, nicht wahr? Boah. Das sind Bilder, die kriegen wir so nur noch ein drittes und ein viertes Mal. Ja, für ein Screenshot auf jeden Fall super genial. Komm, gib's mir, Baby. Ich weiß, du willst es auch. Ah, sie spielt mit der Kamera. Guck euch mal an, wie sie mit der Kamera spielt. Sie spielt mit mir und verarscht mich. Ich will einen guten Screenshot hinbekommen, doofes Tier. Hör auf zu spielen. Fang an zu funktionieren, hör auf zu spielen. Das war gerade ein Exalted Giganotto. Ich weiß nur nicht, wie man den tamt. Ob man den normal tamt oder ob man den auch mit der Chamber tamen muss. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mir das sagen. Ihr helft mir dabei, das Spiel zu spielen. Aber ohne Backseat Gaming. Da müssen wir die Balance finden. Also die müsst auch ihr finden, nicht nur ich. So, wir können uns sogar jetzt ein bisschen die Welt angucken. Ich habe nämlich... Ich zeige euch einfach noch... Wow. Du bist kein normaler Wyvern. Du bist ein Zombie-Wyvern. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wenn wir nur ein einziges Brain brauchen, dann dauert das gar nicht so lange, um das Zeug zu bekommen, was ich haben möchte. Aber was ich aber gerade sehe, ist, dass die Viecher einfach unheimlich viel Schaden machen. Okay, das war der erste. Und wir haben Zombie wie beim Brain. Das heißt, wir können, wenn wir möchten... Oh, ein Dodo Rex. Ich habe ganz vergessen, wie gefährlich die Mod eigentlich sein kann. Das habe ich echt vergessen, weil wir haben ja gar nicht so viele gefährliche Bounce in der Nähe, ne? Aber wir können jetzt, wenn wir wollen... Was ist das denn jetzt schon wieder? Speed Zombie Wyvern Kostüm? Ah, das ist auch schön. Ist direkt mal viel kleiner geworden. Ja gut, warum nicht? Kann man ja mal machen, nicht wahr? Aber wir können, wenn wir wollen... Erstmal die Schuhe wechseln, wir haben gerade viel stärker bekommen. Wir können, wenn wir denn wollen, wenn wir denn möchten und uns das Ganze trauen, einen Zombie-Wyvern herstellen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, ob wir das machen sollen. Ich mache das da nicht in dieser Folge, weil, na, lass uns doch noch so ein bisschen die Überraschung behalten, nicht wahr? Wir wissen ja noch gar nicht so gut genau, wie der funktioniert. Ah, der See. Ich wollte mir diesen See mal angucken. Da soll ja irgendwo noch eine Höhle sein. Irgendwas Großartiges soll hier sein. Also große Tiere auf jeden Fall hier so, aber... Ne?
Ach ja, falls ihr euch wundert, warum ich in letzter Zeit keine Livestreams gemacht habe, ne? Ich bin ja gerade dabei, meinen Führerschein zu machen. Das heißt also für mich, ich nehme das gerade ein bisschen ernster als jetzt die letzte Zeit. Und das heißt halt für mich persönlich, ich bin halt gerade ganz schön viel am Üben. Also morgens aufstehen, ich gehe zur Fahrschule, ich mache ein zweites Mal die Theorie, nicht die Prüfung, nur die Lernsachen. Also ich gehe zu den Theoriestunden, weil die sind ja kostenlos, habe ich das Ganze nochmal aktuell und frisch im Kopf. Und lerne dann gleichzeitig danach noch, nach dem Unterricht, die haben dann Fahrsimulator. Dann fahre ich mal auf dem Simulator noch 2 Stunden. So von 12 mache ich kurz Pause. Um 2 gehe ich nach Hause, weil ich dann noch den Fahrsimulator benutze. Da ist so ein Kraken, die Geister. Guck mal hier. Und dann muss ich jetzt natürlich so wie jetzt noch einkaufen gehen und aufnehmen. Das Problem ist mit dem Aufnehmen. Ich nehme dann natürlich deutlich später auf, als ich eigentlich vorher hätte. Normalerweise würde ich sagen, ich nehme um 2 Uhr auf. Und dann bin ich nämlich mit allem fertig. Um dann mit dem Livestream um 17 Uhr anzufangen. Jetzt bin ich aber an dem Punkt, ich kann mal kurz auf die Uhr gucken. Wir sind schon bei 17 Uhr und ich bin noch am Aufnehmen. Das heißt also, auch wenn ich gerne am streamen möchte, ich kann es gerade nicht. Also für die von euch, die sich halt gerne den Stream angucken, die jetzt mal eine Erklärung dazu haben wollten. So, mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich muss aber mal kurz die Wolken dafür ausmachen, weil ich sehe gerade diesen Punkt nicht. Sky Quality. Apply, save. Wenn ihr mal auf einer Map seid, wo Ragnarok aktiv ist, ne? Und man kann diese Barriere hier, kann man. Ich glaube, die haben die ein bisschen runtergesetzt. Ja, ich glaube, die haben die Deckenbarriere runtergesetzt. Man kommt nicht mehr durch. Seht ihr das, wie viel höher die Wandbarriere jetzt zur Deckenbarriere ist? Ah. Guck mal kurz, ob der Bug noch funktioniert. Man kann einstellen, dass die Map halt, dass die Barriere nicht da ist, zur Wüste hier links. Aber die Wüste ist halt da. Ne, sie existiert. Und hier war, ja, die haben die rausgenommen. Die Deckenbarriere, die war nämlich, ich glaube, hier sieht man, das geht die Deckenbarriere nämlich hoch. Ah, schade. Schade, das geht nicht mehr. Weil hier war so ein Knick. Und dann normalerweise war das so, dass die Deckenbarriere, man sieht das hier, glaube ich, auch jetzt ein bisschen deutlicher. Das Ganze verläuft jetzt gerade so spitz zueinander. Und irgendwo war der Punkt, das ist jetzt weg, weil sie haben die Deckenbarriere runtergesetzt. Da war so ein Spalt und dann konnte man da zur Wüste rein. Das haben die jetzt echt gefixt. Das ist schade, muss ich leider sagen. Das war lustig. Guck mal auf meinen Top-Power-Wert von der blöden Spinne von eben noch. Krass, ne? Ja, okay. Haben sie leider rausgenommen. Schade, das war ein lustiger Bug, weil da konnte man nämlich Sachen machen. Da laufen Thylakoleus rum. Ist einfacher zum Finden, statt diese blöde, den blöden Redfoot zu untersuchen. Das sind auch Rock-Golems und Mantisse. Mantisse auch? Ich glaube, ja. Nein. Oder? Nee, ich glaube, Mantisse sind dann nicht. Das sind andere Tiere. Aber vor allem, das sind halt Tiere, die man tamen kann, die einfacher zu tamen sind dann. Thylakoleus zum Beispiel ist deutlich angenehmer dort zu tamen. Dann kommt ein Ketzel da durch. Jetzt leider nicht mehr. Na gut, aber ich würde mal sagen, ich gucke mir noch mal den Ort. Ein Dragon. Böse, böse, böse. Wolken wieder anmachen. Sonst sind die beim nächsten Mal weg und wir haben wieder einen schwarzen Himmel, wenn es regnet. Darauf habe ich keine Lust. Hallo, Maus? Da. Ja. Das können wir uns mal angucken. Ich habe hier Flyers an. Es gibt. Na, ob ich da durchkomme, weiß ich nicht. Es gibt hier nämlich eine Höhle. Ungefähr da, wo wir eben waren, mit dem Schnee, mit dem Eis. Da sind Eis-Dinger drin. Keine Ahnung, wie heißen die? Ah, genau, wenn ihr mal wissen wollt, wo man ganz viel Cementing Paste herholt. Hier sind immer ganz, ganz viele Biberdämme. Und auch sehr große. Da ist ein großer Biberdamm. Die sind da. Das sind große Biberdämme. Die geben sehr, sehr viel Zeug. Aber dafür sind ja auch sehr, sehr viele Biber. Könnt ihr mal merken, wenn ihr Vanilla spielt. So, und hier ist auch ein großer Biberdamm. Ich glaube, die machen sogar noch ein paar mehr hier hin. Also nicht die Entwickler, sondern jetzt hier die Biber. Dass der ganze Wasserfall hier so eine Reihe hat. Sieht sehr nett aus, aber man sieht ja auch, hier sind ja auch andere große. Also wenn wir Cementing Paste brauchen, gehen wir einfach hier hin, weil es deutlich angenehmer ist. Dann haben wir hier eine Burg. Guckt euch mal das Ding an. Ich wollte eigentlich hier bauen. Hier wollte ich eigentlich bauen. Da drin ist auch eine Höhle. Das ist schon ein ziemlich cooler Ort. Ah, das ist eine Höhle. Ah, ich verstehe. So, erstmal hier. Reinigen. Aufräumen. Die Burg ist also tatsächlich eine Höhle, das wusste ich nicht. Weil ich kannte die Höhle ja eigentlich sogar nur vom Server. Und da waren ja keine Tiere mehr drin, die haben die ja schon längst rausgenommen. Aber der Ort ist anscheinend doch tatsächlich eine Höhle. Das ist cool.
Weil die haben nämlich hier, haben die ein großes Gate dran gemacht und haben die einfach hier ihre Base reingebaut. Und die geht bis ganz nach unten. Okay, ich wusste nicht, dass die Höhle, dass es ein Cave sein soll, die alte Burg. Das ist echt genial. Ich finde Ragnarok ist sowieso eine sehr gelungene Map. Die sieht ziemlich cool aus. Was haben wir hier? What the fuck? Ich glaube nicht, dass ihr hier ins seichte Gewässer gehört, Herr und Frau, Herr Moser und Frau Tintenfisch. Was haben wir denn da jetzt? Also gerade so ein Vogel gelandet, ne? Das ist noch ein Moser. Die sind doof. Da, Regenbogenschnecken! Die sind so cool. Warte, ich habe eine Idee. Ich stell mal ganz kurz auf Nacht. Cheat, set time of day. Machen wir mal Mitternacht. Flupp. Und jetzt seht ihr die ganzen Regenbogen hier rumflitzen. Das ist cool, ne? Das ist richtig, richtig cool. Jetzt sehen auch die Tintenfische so extrem cool aus in der Luft. Ich frage mich nur, warum die in der Luft sind und nicht im Wasser. Das macht keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Okay, machen wir mal 13 Uhr. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir eben hatten. Hauptsache, ich mache mal Tag. So, was haben wir noch, wo wir unsere erste Base gebaut haben? Ich kenne die Map eigentlich so noch gar nicht. Ich habe ja die meiste Zeit nur auf Dingens gespielt, auf einem Server. Und da wurden natürlich schon Dinge belagert, dass man da nicht mal spielen konnte. So, hier ist das eine Cave? Bin ich jetzt im Orbital Cam? Jetzt nicht mehr. Ich glaube... Ja, du sollst nicht da unten landen. Du sollst da oben landen. Ich glaube, da ist eine Cave. Wow, das war gerade eine schöne Ruckelparty. Ja, das ist ein Cave. Was zum... Na gut. Der hat eine Axt im Rücken. Warum? Warum hat er eine Axt im Rücken? Sollen wir mal reingehen? Hallo? Warte mal, ich bin ja in der Höhle. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Was haben sie mit dir gemacht? Guck mal. Ah, diese Kisten. Ich gehe einfach durch. Die waren früher am Strand, waren davon welche. Da war Loot drin, so Metallachse und so ein Kram. Ziemlich praktisch für Anfänger. War wohl zu OP für den Anfang. Warum haben die wohl rausgenommen? Was ist hier wohl geschehen? Abenteuerurlaub! Nein. Krieg ich die Axt? Bitte gib mir diese Axt. Gib mir die Axt, du Arsch! Verdammt, du bist egoistisch. Ich mag dich nicht. Ah. Ich schmeiß meinen Drachen runter, damit ich wieder normal lau... Ah! Ah! Wo willst du hin? Geh doch bitte nicht ohne mich. Dankeschön. So, hier war ein Ort, den ich mir echt mal ganz gerne mal angucken wollte. Ich glaube, das war hier. Genau, weil hier war nämlich ein Gate vor. Hier war einfach ein Gate vor. Weil wir haben die Richtung gebaut. Wir sind hochgekommen, uns umgeguckt. Und hier war ein Gate vor. Wir wussten nicht, was hier ist. Und ich glaube, ich werde dumm sterben, weil ich mit dem blöden Drachen da nicht reinpasse. Andererseits, die Würfel da oben, die passen ja auch nicht hier rein, nicht wahr? Okay, das sind vier. Ich dachte gerade, was wedelt denn da hinten mit dem Schwanz? Ich glaube, da kommen die Drachen durch. Achso, ist einfach nur ein Durchgang. Da hinten ist ein blauer Raptor. Wow. Der kommt genau in meine Richtung. Ein Exalted Raptor, die sind also blau. Gut zu wissen. Wir brauchen mehr davon. Ich glaube, das sind halt so... Ah, das könnte so eine Art Prime Alpha sein, ne? Wie, oder halt Primal. Die Primal-Version wie in Eternal. Halt die stärkere Version. Gut, dass wir das wissen. Na gut. Aber ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, was. Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.